großes Steam-Roulette hier bei uns heute. Habe ich eigentlich wirklich vor, für die nächsten Male, irgendwann machen wir das. Und zwar machen wir wirklich so ein großes, ich habe schon in Auftrag gegeben, so ein schönes Drehrad, wo dann die 5, 6 interessantesten, neuesten, vielleicht auch kleinsten Steam-Spiele drauf gemacht werden. Dann wird es gedreht und dann zocken wir das, was kommt. Das ist mein Traum, irgendwann wird er Realität werden. Jetzt müssen wir aber noch mit manueller Selektion vorlieb nehmen. Und was ich da ausgesucht habe, ist auch wieder kein Walking Simulator und auch keine Experience. Da habe ich, was habe ich da rausgesucht? Ich weiß es nicht. Aber es ist ein geiles Spiel. Es ist eine Art Doom, Resident Evil, Horror Adventure, Slender, nehmt irgendwas, ist egal. So ein typisches Horrorspiel, aber aus der isometrischen Vogelperspektive. Das ist sehr interessant, weil da natürlich der Horror anders wirkt und man aber auch einen besseren Überblick hat und natürlich auch an Wände vorbei. Also man sieht ja quasi über Wände drüber und alles. Es könnte sehr interessant werden. Hat mir sehr gefallen im Trailer. Heißt Stasis und hier läuft es. Wir gucken es uns jetzt einfach mal an. Ich bin selbst gespannt. In der nächsten halben Stunde werden wir es sehen. Danach mache ich was anderes. Bitteschön. Ich habe übrigens schon auf Deutsch gestellt. Es gibt also auch scheinbar ein paar Indie-Titel mit deutscher Sprache. Ohne eine Familie ist ein Mann allein auf der Welt und zittert vor Kälte. André Marois ist mein Name. Dieses Zitat ist von mir. Wo ist mein Geld? Das ist, wie wir an den Wolkenformationen erkennen können, eindeutig der Neptun. Ich muss sagen, das gefällt mir direkt. Mag die. Das Raumschiff-Design und ich mag auch so ein bisschen hier das Intro und die Musik. Also der Score eher, ist ja kein wirklicher Soundtrack. Stasi. Ich finde immer sehr bedrohlich, diese großen Schiffe im All. Das erzeugt automatisch so eine komplette Stimmung der Isolation und auch ein bisschen der Klaustrophobie, obwohl man natürlich genug Platz um sich rum hat. Aber einfach das Wissen, dass draußen nichts anderes ist als tödliche Leere über Millionen von Kilometern, das ist schon ganz schön widerlich eigentlich. Das war das Intro, jetzt geht's noch ein bisschen weiter. Mit dem Intro sozusagen. Weil ich gerade die Frage lese, ja, ich werde Legacy of the Void auf jeden Fall noch spielen. Ich habe es mir da schon runtergeladen. Und wir werden, glaube ich, auch wieder Straight to Gold damit machen. Vielleicht im Archon Cup, das fände ich ganz geil.
multiple fractures along ribs 3, 5, 11 and 14. Extreme muscle atrophy. Danger of heart failure. Danger of pneumothorax. Seek immediate medical attention. Medical data storage is damaged. Formatting quantum storage device. Plug suit quantum storage device is ready for physical record storage. Okay. Guckt er, also automatisch, guckt er sich's an. This isn't my ship. Das ist wahrscheinlich auch nicht mehr dein Körper. Hat es noch nicht mal ein Pipi-Matz gerade. Hat man gerade gesehen. Das ist übrigens ein Kommentar, der aus dem Chat kam. Ich habe andere Wörter dafür. Aber fand ich sehr lustig. Wird gerade sehr episch und mysteriös und von euch dann solche Dinger. Okay, das einzige vernehmbare Geräusch im Raum ist das elektrostatische Rauschen der Monitore. Das flackernde Licht wird auf den Lederstuhl geworfen. Die Risse im Material sind trotz der Staubschicht nicht zu übersehen. Okay, ich war wohl in der Kryostase und die wurde unterbrochen. Warum? Gute Frage. Hier ist die Kryoröhre defekt, deswegen ist er wahrscheinlich auch tot. Oh, ist ja ekelhaft. Und hier wahrscheinlich auch, ne? Grauenhaftes Gesicht, die Haut fest über die Knochen gespannt, ist an die Wand dieses Glasbehälters gepresst. Ja. Das ist natürlich eine sehr interessante Perspektivenwahl. Aha. Ist das hier mein... Ach, das ist mein... Okay. Ja, weiß man ja nie. Wirkte, als könnte ich hier hingehen, aber das ist irgendein Menü für mich. Die Bildschirme kann man scheinbar auch nicht benutzen oder angucken. Dann muss ich wohl hier zur verschlossenen Tür. Die weiße Farbe ist seit einiger Zeit abgeblättert. Oh. Halt auf. My heart. Please seek immediate medical attention. Increased heart rate detected. Automated medical care systems are non-functional. Please seek medical attention. I'm trying. Oh, ja, Entschuldigung. Ich habe gerade für eine Sekunde in den Chat geguckt und habe dann gemerkt, dass ich da ja herkam. Aber wo laufe ich denn hier lang? Da oder was? Bisschen dunkel hier für mich gerade. Okay. Das ist jetzt echt ein bisschen wie Doom 3, nur von oben gesehen. Gerade hier diese Ventilatoren mit ihren Lichtschatten. Hat was. Hello. Please. Is anyone there? Ja, mal gucken, ob ich mich als Produkt irgendwo einchecken lassen kann. Vielleicht kann ich da auch was kaufen. Ah nein, doch, das... Wir sind die Produkte, ne? Gucken wir mal, was der Anderson zum Beispiel, was gibt's? Moment, meine Maus hakt. Kann ich die, ja. Ah, ist ja gemein, die wurden also einfach wie Piraten, wurden die als Geiseln mehr oder weniger einfach genommen. Und ja, entweder hier abgestürzte Transporte, irgendwelche Raumschiffe, die sie überfallen haben und dann immer in diese Kryostase-Behälter gelegt. Für Project Kitchen Knife. Ich möchte gar nicht wissen, was das ist. Wirklich nicht. So, gucken wir nochmal. Pedes. Zurückkehrender Luxusgütertransport. Kein Überlebenden. Interessant. Benachrichtigungen. Wir freuen uns zusätzlich zu Dr.
Dr. Essex Sarah Salvatore, die neue Krankenschwester, für das Produktlager willkommen zu heißen. Es war für uns alle ein trauriger Tag, als Schwester Daniels uns verlassen hat, um sich neuen Aufgaben zuzuwenden. Hinweis: Da unsere Kloneinrichtung als zu kostspielig eingestuft wurde, freuen wir uns darüber, dass unser Produktlager zu einer Ebene 6 Einrichtung hochgestuft worden ist. Wir sind jetzt der wichtigste Lieferant für menschliche Präparate in der gesamten Einrichtung. Nach dem unglücklichen Zwischenfall im Produktlager 2 wird es regelmäßige Upgrades und Wartungen geben, beginnend mit einem neuen Sperrmodus und Sicherheitssystem. Wir bedanken uns für Ihre harte Arbeit und Ihren Einsatz. Hinweis: Vor 2 Wochen kam es im Produktlager 2 und 3 fälschlicherweise zu einer Sicherheitsabsperrung. Die Kane Corporation hat den Betrieb auf beiden Stockwerken eingestellt, bis eine Reinigungscrew die Situation beurteilen kann. Ich kann mir vorstellen, was sie da macht. Wir bedauern, mitteilen zu müssen, dass es aufgrund der Notfallbelüftungsprozesse zu 17 Todesfällen bei der Crew und einem Verfall von 12 ungeöffneten Produkten gekommen ist. Das sagt schon ziemlich viel. Das sagt wirklich schon ziemlich viel. Gut zu wissen. Jetzt will ich ihn nur noch weg. Kann ich was mit dem Stuhl machen? Das ist ja Stuhl. Scheiße mir die Stiefel. Scheiße im Rad voll kaputt. Nee? Okay, dann nicht. Nehme ich den holographischen Beamer. Auch nicht? Alles kaputt. Abgeschaltete Roboterarm. Hier wird schon gesagt, ein nutzloser Roboterarm ist am Schreibtisch festgeschraubt. Oh, Junge, was latschst du langsam. Dann gehe ich da. Ich will den Roboterarm gar nicht sehen. Ich will einfach nur in den nächsten Raum. Morgen gibt's Full Throttle, Leute. Kinderbetten, die braucht natürlich keiner mehr. Trennwände. Grumlich Infirmary is closed until further notice. Kane Corporation accepts no responsibility for death. Oh, das ist eine finstere, gefährliche, gemeine, Körperteil wollende Welt. Immer wollen sie meine Körperteile. Dabei habe ich doch auch nicht so viele davon. Klebriger Schleier aus Spinnennetzen und von Staub. Der Arm für den automatischen Roboterchirurg. Schade, es geht nirgendwo an. Ich habe ja gebrochene Rippen. Ich muss mir vielleicht ja auch mal irgendwie ein bisschen Hilfe besorgen. Vielleicht könnte ich mich, aber nee, wie in Prometheus, so selbst operieren, ne? Mit so einem Roboterarm. Aber hier ist nirgendwo Strom. Das ist mein Hauptproblem bisher. Vielleicht hier. Kann ich da im Sicherungskasten einfach was einstellen? Oh nein, ein Rätsel. Aber ich habe doch gar keine Items. Also ich habe hier wirklich nichts, oder? Moment. Habe ich hier irgendwas? Ich kann meine Items jetzt auch gerade nicht aussuchen, scheinbar. Na, wir gucken mal. Drücken, 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 drücken. Oh, da geht ja was. Drucken. Das ist cool. Okay, wir wollen natürlich letzten Endes den Roboterchirurg irgendwie an den Start bringen. Dazu brauchen wir aber wahrscheinlich hier diese zweite Nadel auch noch im roten Bereich. Lebenserhaltende Maßnahmen, Dogmate-Scanner. Ah, okay. Ich muss also eine Sache wahrscheinlich lassen. Ah, okay. Gut, 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 gut. Ich kann nie mehrere gleichzeitig haben. Kann ich denn 2 von einem haben? Ja. Na, das ist doch dann easy. Machen wir das doch. Chirurgieren wir uns mal ein bisschen. Interessant, hier sehen wir jetzt schon, was
früher gemacht wurde. Schädelknochen-Extrahierung für Sigma Labs. Letzte abgeschlossene Operation vor dem Spec Ops Lockdown. Produktverfall während des Eingriffs. Der arme Typ ist verreckt, während ihr dem die Schädelknochen abgesägt habt. Völlig überraschend. Knochenextrahierung erfolgreich. Ja, ist ja auch nicht so schwer, wenn der Patient sich nicht mehr bewegt. Zusätzliche Anmerkungen von Dr. Kessels. Der Neuralbohrer klemmt schon wieder. Jedes Mal, wenn ich versuche, ihn auszuwechseln, wird der Arm eingezogen. Bitte dafür sorgen, dass das Wartungsteam das repariert. Okay, jetzt will ich den... Oh Gott, so schwierig. Was will ich denn? Will ich eine Organentnahme? Hautentnahme? Spinalmarkierung des Produkts? Das habe ich bestimmt schon. Ich nehme den Neuralbohrer. Ich weiß, nee, vielleicht... Organentnahme ist auch falsch. Ich will doch eigentlich nur mich reparieren lassen. Ich traue diesem Roboterarm nicht. Hautentnahme, vielleicht das. Spinalmarkierung. Aber ich kann mich hier auch nirgendwo hinlegen. Scheinbar. Kann ich den fragen? Soll ich den echt zuziehen oder was? Das glaube ich nicht. Das wäre ja auch. Nee, das hat nichts gebracht. Ich gehe nochmal hin. Nichts davon ist für mich wichtig. Bitte wählen Sie im Folgenden die chirurgischen Anforderungen aus, um den Arm auszufahren und das Tool auszutauschen. Kann ich mir denn jetzt, ich meine, ich könnte jetzt wahrscheinlich eh nichts machen, ne? Könnte ich mir jetzt auch nicht die Organe austauschen lassen oder so, das bringt alles nichts. Nee, okay, dann gehen wir wieder zurück hier zum Sicherungskasten. Liebe Leute übrigens, ich habe mir sagen lassen, dass da einiges an Action auch passiert. Ich merke aber gerade, es hat einen ziemlich ruhigen Anfang, der mir aber gefällt. Ich hoffe, er gefällt euch auch. Aber erwartet nicht, dass es immer so bleibt. Ich weiß nur nicht, ob wir es in den nächsten 20 Minuten so weit schaffen, bis hier wirklich was passiert. Nanu? Nee? Okay, dann den. Dann den wieder zu. Oh, jetzt geht's nicht. Scheiße. Das ist doof, weil das zusammen geht nämlich nicht. Ach, schade. Muss wirklich hiermit anfangen. Und dann kriege ich den aber nicht mehr aus. Wenn ich dann den nehme. Notfall, Lebenserhaltung. Schwierig zu raffen, was hier eigentlich was ist, ne? Was man braucht. Emergency life support active. Schwierig. Okay, ich probiere nochmal was. Ich will nochmal probieren, was hier die... Dogmate-Scanner. Den brauche ich doch eigentlich, oder? Eigentlich brauche ich doch den Scanner. Da ist er! Wow, geil! Gehe ich in den Scanner, lass mich scannen. Und dann kann ich mich bestimmt auch operieren lassen, ne? Das ist die Zukunft, ey. Ohne Krankenkassen und Co. Alles muss man selbst machen. So. Jetzt bin ich mal gespannt, was bei rauskommt. Dogmate Scanner active. Das ist ja geil. Guckt euch das an. Multiple injuries detected. Emergency medical kit created. Nanite solution, anticoagulant and morphine combination suggested. Thank you for using DocMate systems. Have a nice day. Wundervoll. Ich würde wirklich wünschen, es wäre mittlerweile schon so weit, dass man sich so untersuchen lassen kann. So, jetzt nehmen wir das Notfallmedizinkit, das für uns rausgeworfen wurde, und holen uns das und benutzen das, nehme ich an. Was ist da drin? Egal. Einfach nehmen. Ach, eine leere Injektionsspritze. Okay, dann ich denke, ich kombiniere das. Ah, okay. Und dann jetzt gebe ich mir schön meine Ladung, ne? Bleib doch stehen, John. Warum heißen die eigentlich immer John? Deep breath. Oh, ist ja widerlich. Bye.
bad. Sandy said that if you have bad dreams and you can't wake up that, you'll be stuck in them forever. Well, I'll have a good talk to Sandy's parents. But is it true? Becca, don't worry, you won't have any dreams for the entire trip. But if you do, just squeeze Teddy, and I promise they'll go away. Now legs up, lay down. There you go. Sweet dreams, my girl. No! Wait, sing it. Sing the song. John, looks like we have a... Ding dong, die Ex ist tot, sie ist kein Brot. Ding dong. Baby, der andere Song. In your warm bed, soon you will rise again. So drift away, sleepy head. Dream of us and you will see. Monsters can't harm you or me. Close your eyes again and worry no more. Stars and the moons, they will pass us by soon. A new day will surely be upon you. So go to sleep, my baby girl, in your warm bed. Soon you will rise again, so drift away. Ding, 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 ding. Endlich. You know, you could have just told her that we're gonna have so many drugs in our system that we'll barely remember our own names. Yeah. Somehow squeezing Teddy seemed a little more comforting than you'll be in a drug-induced coma. We are almost done here. Do I get a Teddy? You get a hug. Nur? Wer weiß, ob wir jemals wieder uns umarmen können. Rebecca? I need to... My wife... My child... I need to find someone. I need to get out of here. Vital medical functions have been restored to benchmark levels. Toll. Sie können nun schneller laufen. Kurz noch mal gucken, ob ich hier irgendwas noch machen kann, bevor ich wieder rausgehe, denn ich habe das Gefühl, wir sind hier noch nicht ganz fertig. Ah, seht ihr hier die Funken? Okay, lebenserhaltende Maßnahmen ist das Ding hier. Dogmaid-Scanner brauchen wir nicht mehr, den haben wir gemacht. Roboter-Chirurg, bin ich mir nicht ganz sicher, ob das wirklich notwendig ist. Und Strom brauchen wir natürlich. Lebenserhaltende Maßnahmen halte ich auch noch für relevant. Das sollte doch reichen, finde ich. Ja, cool, uns geht's besser. Suchen wir uns direkt ein Hobby, skaten oder so. Ah, hier kann man so schlecht skaten auf so einem großen Raumschiff. Da, ihr seht hier, diese Rillen, da bleiben die Rollen bleiben da stecken. Attention. Due to the threat of external contamination, a security lockdown is in order. Please meet at your closest administration office for further instructions. Hello? Nee, das wird wohl nichts. Nein, wir sind schon wieder bei der Werbung, wirklich? Das ist jetzt der... Oh, na gut, okay, ist nicht schlimm, weil ich, ganz im Ernst, ich glaube, ich werde das nochmal öfter spielen. Und wenn nicht, hoffe ich zumindest, euch hat's gefallen. Das ist, finde ich, ein sehr spannendes, gut inszeniertes Spiel. Aus der ISO-Perspektive habe ich Horror bisher selten gesehen. Gefällt mir gut, ja, würde ich gerne spielen. Und ich mag kein Diablo. Ich habe allerdings auch eine kleine Info aus dem Chat, die ich gerne weitergebe. Die ist allerdings ohne Gewehr. Das bedeutet, nichts, das bedeutet. Was ohne Gewehr bedeutet, wisst ihr. Was ist diese Ansage? Genau, ich wollte sie doch gerade sagen, ich habe sie vergessen. Ja, und zwar hat jemand gesagt, ich kann das natürlich nicht
versichern, hat jemand gesagt, dass das letzte Drittel des Spiels wohl ziemlich einen Hate kassiert, weil die Entwickler nicht rechtzeitig fertig wurden. Das würde bedeuten, es ist ein cooles Spiel mit einem doofen Ende. Was natürlich irgendwie dann auch doof ist. Ne? Aber vielleicht ist der Weg ja das Ziel. Ich weiß es nicht. Ich werde es nochmal spielen, aber für euch das als kleine Info. Kommt aus dem Chat, muss also nicht stimmen, kann auch nur Getrolle sein. Ja, wir sehen uns gleich wieder hier mit einem weiteren Spiel. Ich weiß gar nicht, welches Moment. Genau, The Old City Leviathan. Und das ist dann wirklich, toi toi toi, ein Walking Experience Simulator. Viel Spaß, bis gleich.